Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Football Manager 17. Wir möchten, nachdem wir in der letzten Folge die ersten drei Punkte der Saison geholt haben, heute gerne damit weitermachen. Darmstadt wird natürlich nicht so leicht, die sind momentan auf 6-3 Plätze über uns. Gut, so früh in der Saison heißt das eigentlich noch nichts, ne, weil Tabelle sagt ja noch nichts. Es gibt ein bisschen was Neues, eigentlich gar nicht so viel. Ich habe nur die Leihe von Behunek beendet, weil wir haben mittlerweile ja Kübler, der wieder komplett fit ist, und Steinfeld. Das Lustige ist, kurz nachdem ich die Leihe von Behunek beendet habe, ist Steinfeld einfach mal ausgefallen, hat aber nur eine Lebensmittelvergiftung, also fällt nur für 6 bis 9 Tage aus. Trotzdem irgendwie toller Zufall, aber ich glaube nicht, dass wir Behunek brauchen, und wenn, dann kann das auch McKinnon spielen oder Nesseler. Naja, das nur mal so. Sonst, ich bin gegen Darmstadt, ich habe schon aufgestellt, beziehungsweise ich habe alles so gelassen, wie es war. Wir hatten 3 Spieler, die auf Länderspielreise waren, mit McKinnon, mit Abu Hanna und mit Sivodedov. Waren nur die beiden Skandinavier gut, Abu Hanna hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Naja, 83% Kondition bei McKinnon wird ein bisschen schwer, aber wenn er halt gut spielt, ne, dann sollte das passen. Und ich hoffe mal, dass wir gegen dieses 4-3-1-2 von Darmstadt gut spielen können. Ja, kommt mal einer an, Vanicek macht sein Debüt höchstwahrscheinlich. Na super. Na gut. Schauen wir mal. Also hier sind wir auf 9. Da ist Darmstadt. Ist nur ein Punkt Unterschied. Tommy ist noch nicht ganz fit. Und es wird wirklich Vanicek werden. Für den ersten Einsatz in der Liga. Klünter ist nur auf der Bank, den wir auch gerne haben wollten. Dann mal los, Jungs, dann mal los. Wir werden auf Kontern starten wieder. Auf geht's. Bitte gut, bitte sehr gut. Spielen unseren dunklen Auswärtstrikots von rechts nach links. Da haben schon sowieso, denke ich mal, eine Wundertüte dieses Jahr. Nachdem sie ja letztes Jahr fast abgestiegen sind. Obwohl sie ja selbst Absteiger waren aus der ersten Liga. Jetzt, ach, ist schwer zu sagen, so früh in der Saison. Wir haben eine Ecke. Patrick Weihrauch bringt den Ball rein. Na, kommt nicht durch, aber Platt hier vielleicht nochmal. Torhüter stand nicht ganz sicher gerade. Seguin, oh, abgefälscht, Tor. Nice. Ah, Vanicek. Ja, geiler Typ. Wupp, wupp. Ja, Vanicek immer noch natürlich ein Spieler von uns. Zeigt er hier auch. Platt hier. Und dann Seguin schießt Vanicek ab. Ja, der macht den Kopfball perfekt. Rechts rein. Kann der Keeper nichts machen. Für uns natürlich gut die Führung. Kann so weitergehen. McKinnon 75% jetzt nach 20 Minuten ist natürlich immer noch. Aufpassen müssen wir immer wieder im Auge behalten. Ayeti, er kommt durch. Vanicek. Unten ist viel Platz, da ist Holthaus nicht beim Gegner. Gut gemacht von Nesseler. Und jetzt vielleicht die Konterchance. Holthaus schickt Streuengel, aber das ist dann nicht die beste Variante. Weil da zu viele Gegenspieler, und zwar einer, dazwischen stand. Wieder Ayeti. Ach, die Außen sind momentan nicht wirklich gut bedeckt. Auf beiden Seiten. Immerhin kommt Kübler so schnell ran, dass Holland nicht durchrennen kann. Oh, das ist Vanicek. Oh, nein, Jungs! Oh, Rakowski, starke Parade, richtig starke Parade. Das war richtig stark gemacht. So ein abgefälschter Ball, fast rein, aber Rakowski rettet uns den Arsch. Sehr schön. Ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der gehalten wird. Nächste Ecke, Vanicek. Kommt wieder auf den kurzen Pfosten, weil er auch klärt. Den dürfte leider wieder Darmstadt bekommen. Geht schon ziemlich lang, die Szene jetzt hier. Behrendt, gut, das war's. Ken Gibson, okay, ja. Nesseler, gelbe Karte, die erste im Spiel. In der 34. Minute. Er geht nur mittlerweile auf 69% Kondition runter, also alles noch im
normalen Maße. Ist natürlich auch eine Position, wo er wirklich sehr viel rennen muss, ne? Box to Box, schwer. Also ich muss ja sagen, so gut spielen wir nicht und wir haben nur das Tor gemacht halt durch einen abgefälschten Schuss. Also Jungs, pusht euch. Richtig, richtig. Perfekte Reaktion. Müssen halt hier noch richtig viel machen, weil schaut euch mal die Stats an, ne? 8 zu 1 Schüsse, 2 zu 0 aufs Tor, 1 zu 0 für Darmstadt alles. Also klare Torchancen, sorry. 51% Ballbesitz, gut, das ist ausgeglichen. Aber selbst unsere Passgenauigkeit ist irre schlecht. Also es ist, boah. Wundert mich ein bisschen, dass wir führen, muss ich sagen. Sehr glücklich auf jeden Fall. Also hier ist noch alles drin. Von einer hohen Niederlage für uns zu einer hohen Niederlage für Darmstadt. Lass uns überraschen, wie die zweite Halbzeit so läuft. Wenn wir innerhalb der ersten 10 Minuten kein Gegentor kassieren, könnte es vielleicht was werden. Sagen wir die ersten 15 Minuten. Gelbe Karte für Fabian Holland. Bei uns bietet sich dann Weihrauch langsam zur Auswechslung. Ah, oh, nein. Nein. Ich habe einen Namen gesehen, den ich nicht lesen möchte. Danny Blum kam rein für Darmstadt. Scheiße. Der Typ. Und da geht sogar ein Sturm. Oh shit, Jungs, bitte. Bitte haut den weg. Ich möchte ihn nicht sehen in unserem Strafraum. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, ey. So, eine Stunde ist jetzt gleich um. Immer noch 1-0 Führung. Immer noch nur ein Schuss von uns. Passgenauigkeit ist auch nur minimal hochgegangen. Lukas Klünter kommt rein für Ken Gibson. Was ist denn Ken Gibson? Hört sich so Ghana-mäßig an. Deutsch, ja, voll. Amerikanisch, okay. Ja, habe ich ja richtig geraten, ne? Aber sowas von. So, nur die beiden auf Nouri Quad, die beiden neu reingekommen sind. Es bleibt halt weiterhin bei diesem 4-3-1-2. Bei. Och, ich wollte sagen, vielleicht kommt jetzt mal Berger rein, aber. Erstmal gucken, was jetzt passiert. Ja, gut gemacht von Streuengel. Platti kommt vorbei. Nochmal auf Streuengel. Das ist ein Foul und das gibt Elfmeter. Behrens mit dem Foul. Und Streuengel schnappt sich den Ball. Wenn er den reinmacht, dann könnten wir das Spiel echt gewinnen. Die Stats, ne? Ist auch heftig. Streuengel ist doch eigentlich ein sicherer Schütze. Keine Karte für Behrens. Bitte mach ihn rein, ich habe aber ein schlechtes Gefühl. Oh! Ein knappes Ding. Ein sehr, sehr knappes Ding. 2 zu 0. 2 zu 0 Führung. Johan Berger kommt rein für Thomas Mäkinen. Übrigens, unter der letzten Woche hat Tobias Jennecke Mäkinen gelobt. Also, obwohl Jennecke noch spielt und das halt bei einem Liga-Konkurrenten hat er wirklich Mäkinen gelobt. Auch interessant. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig, richtig gut aus, was wir hier machen. Dann kommt noch Sivodedov rein. Ist nicht jetzt unbedingt seine Position für Bülow. Aber ich möchte Abohana auch noch mal ein bisschen Pause geben. Nicht Seguin, sondern Bülow. So. Und dann wird dann gleich noch Tommy zu seinem Debüt kommen. Vielleicht. 10 Minuten noch. Klünter. Abgeblockt, Ball kommt nochmal rein. Ach, Danny Blum natürlich. Mann, du, ey. Ach, ich hasse es. Danny Blum. Danny fucking Blum. Wenn wir mal kurz tauschen hier. Ist logischer so. Jungs, bitte, ne? Please. Also, Darmstadt hätte auf jeden Fall einen Punkt verdient, aber muss ja trotzdem nicht sein, ne? Wirklich nicht. Erik Tommy kommt rein für Weihrauch und wir müssen noch ein bisschen überstehen. Ich werde jetzt nicht auf totale Defensive oder so gehen, weil das kann nur schief gehen. 3 Minuten obendrauf. Ich sag den Jungs mal vorsichtig, dass sie sich. Ja, nicht vorsichtig, ich sag denen ruhig, dass sie sich konzentrieren sollen. Jungs, das schafft ihr schon. Please. Oh Gott, ein Standard. Ich mag gar nicht hinschauen. Wanicek bringt ihn sogar rein. Oh. Oh, ich dachte gerade schon, das Foul. Boah! Ho, mein Herz. Wupp!
Das sollte es gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. Und dann haben wir zwei Siege hintereinander sehr stark gemacht, Jungs. 2-1 gewonnen gegen einen sehr starken Gegner, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ganz schön scheiße gespielt. Da fragt keiner mehr nach danach. Also Jungs, war gut. Geht aber deutlich besser. Viel besser. 9 Punkte. War nicht sehr krank. Ach, der Typ. Ja, war auf jeden Fall glücklich. Muss man sagen, es wäre 100 pro verdient gewesen hätte. Wer ist Osman Özgülüy? Alles sehr in die Länge gezogen. Shibaspor, okay. Eher nicht. Aber wir sind jetzt in 5 Spielen ungeschlagen, in Folge ungeschlagen. Sehr nice. Aber auf jeden Fall wirklich... Die Antwort hier liebe ich, ne? Woher wollen Sie wissen, dass er nicht einfach da war, um unseren tollen Fußball zu genießen? Ich liebe die Antwort so heftig. Ach. Ja, Borana hat stark gespielt. Aber wie gesagt, es war schon echt glücklich. Müssen wir uns nicht vormachen, es war schon wirklich glücklich. Aaron Johansson hat einen Hattrick gemacht für Werder Bremen. Momentan auf 2. Thomas Schaaf haben sich ja wieder geholt. Nächster Gegner ist Fürth. Beweglichkeit bei Holthaus. Beweglichkeit 12. Momentan macht das Stellungsspiel. Soll er mal ruhig beim Stellungsspiel bleiben? Dürfte ihm gut tun als Außenverteidiger. Puh. Aber gut halt, dass wir die Punkte geholt haben jetzt, ne, die letzten beiden Spiele, weil das hätte sonst echt schwer werden können, noch den schlechten Start auszugleichen. Ach, siehst du, ich wollte doch die Transfers zeigen. Mensch, ja komm, nein, 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 komm, das machen wir jetzt. Nein, pfui. Ich möchte das Spiel gegen Magdeburg U19 nicht sehen. Pfui. Ich möchte einfach nur die Transfers zeigen. Okay, der HSV hat anscheinend einen neuen Sebastian Mayer. Ein Zehner kam von Hannover für 4,1 Millionen, was haben die sich sonst noch so geholt? Transfer Chronik. Thomas Kraft haben wir gesehen. Max Bräunig. Oh, guck mal einer an. Blalukin. Moritz, Naldo, lol. Naldo. Sogar schon eine Vorlage. 36 Jahre alt. Blalukin haben sie sich geholt. Geliehen. Okay. Sebastian Mayer, Sebastian Jung, Benno Schmitz, oh, das ist ein starker Transfer. Benno Schmitz ist ein sehr starker Transfer. Zwar für 3,3 Millionen und Usami auch noch. Oh, Bobby Wood, per Laie, ach Jungs. Big Dick Bobby, geiler Typ. Hürze, Janicic, Winterthur, okay, ausgeliehen. Halilovic für 3,1 Millionen bzw. 4,9 Millionen zu Gladbach. Diki ist auch weg. Hat er vielleicht endlich mal sein Tor gemacht? Natürlich nicht. Lappen, der Typ. Trifft niemand. Nein, Jungs, ihr könnt doch nicht Sakai verkaufen. Nein. Oh. Vor allem, ne? Er wechselt für 2,6 Millionen bzw. 4,1. Und sein Marktwert ist jetzt schon auf 7,8. Oh, Sakai, du geiler Typ, ich liebe dich. Krei. Krei. Muss mir bald mal ein Trikot von ihm kaufen, wenn wir drin bleiben sollten. So, Transfers, ne? Transfers. Sind hier. Das ist der September jetzt hier, also da dürfte nicht so viel sein. Karriereende, nice. Nee, ist es auch nicht. Deshalb auf zum August. André Silva haben wir gesehen, Ruben Neves haben wir gesehen, Lindelof haben wir gesehen, Pedro Pereira. Von Sampdoria zu City. Alter, was kaufen die sich alles ein? 38 Millionen. Ake zu Arsenal. 43 Millionen. Philipp Ox. Boah. Der wechselt aber auch immer für viel Kohle irgendwie im FM, ne? Das haben wir, glaube ich, aber auch schon gesehen, ne? Das war relativ früh. Es geht vom Monat. Chadli zu Benfica. Luan. Oh, zu Dortmund. Diego Costa zu Monaco. Diego Costa? Okay. Zwischenstopp bei Inter gehabt. Wie viel haben die auf den Tisch gelegt? Relativ billig, ne? Heftig.
Balde zu United, genauso wie Mourinho. Mourinho haben wir gesehen. Vallejo zu Arsenal, sonst Franco Vazquez. Zurück nach Italien mit Inter. Chris Smalling, auch ein sehr interessanter Transfer zu Porto für 27 Millionen. Chicharito zu Juventus. John Brooks wechselt von Hertha weg zu Southampton. Feldmann, Timo Horn, ja. Bojan zu Schalke, okay. Ist ja fast wie nicht, mit Bundesliga als nächste Station. Gianluca Itta geht zu Hoffenheim. Ist aber teuer für einen Spieler, der nur in der zweiten gespielt hat. Matteo Darmian zu Olympique Marseille. Stafelidis wechselt zu Lyon. Areola, der wechselt auch für immer so wenig Geld. Ich finde es so krass, ne? 10 Millionen. Ist halt nichts für einen Keeper, also nicht, zumindest jetzt, wenn man es damit vergleichen würde. Ja, sonst, Oliver Sorg, zu Gladbach. Was haben wir so im Juli? Koke zu United haben wir gesehen. Embolo zu Leipzig haben wir auch gesehen. Rugani zu Real Madrid, ui. João Mario zu Barca. Mitch und Brandt haben wir gesehen. Guerreiro haben wir auch gesehen. Paco Alcácer zu Tottenham. Mahrez dann zu Arsenal. Wo ist Leicester gelandet? Auf 6. Ja, davon sind sie, glaube ich, sehr weit entfernt dieses Jahr. Und dann im letzten Jahr bei uns auf Platz 11. Momentan sind sie auf 9. Azpilicueta zu Juve. Mané zu Real Madrid. Lol. Davy Selke zu Leverkusen. Dann haben sie Davy Selke aber eigentlich echt gut ersetzt, ne? Selke haben sie für 38 Millionen verkauft und für, gut, oh, das sind aber ordentliche Prämien, für 56 bzw. 89 dann Embolo gekauft. Prompt Supporter. Ja, sind teils interessante Transfers. Aber gar nicht mal so viel in der Bundesliga, ne? Was waren in der zweiten Liga so das Interessanteste? Ja, das sind größtenteils eigentlich die Wechsel weg aus der Liga. Reese und Stendera waren die teuersten Transfers. Und sonst den hier Bremen noch mit Schindler. Was haben die sich sonst noch so geholt? Also Schindler ist der teuerste mit 4,9 Millionen. Der zweiteuerste ist dann Nils Petersen mit 2,9 Millionen. Haben auch gar nicht so viel Geld eingenommen, ne? 31,5 Millionen hätte man meinen können, ist ganz schön wenig im Gegensatz zu den anderen, vor allem wenn man dann auch schon 12,5 Millionen ausgibt. Also, naja, gut, es geht natürlich, ne? Aber ich würde behaupten, Bremen, wenn sie in echt absteigen, müssten sie ein bisschen mehr verkaufen. Weil ich glaube, im ersten Jahr geht das noch. Die hatten Sandro Wagner, ernsthaft? Ich bin echt mal gespannt, weil ein großer Verein wird ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr absteigen. Ob es nun halt Bremen oder HSV ist, je nachdem. Glaube ich zumindest. Ich hab leider die Befürchtung immer noch. Also ist jetzt, nur um es mal einzuordnen, ist jetzt nach dem Leipzig-Spiel, was ich hier sage, also eigentlich sollte ich voller Euphorie sein wie jeder andere, aber ich bin mir halt echt nicht sicher und ich habe immer noch riesig Schiss. Aber bei Bremen sieht es halt auch nicht viel besser aus, muss man sagen. Und bei denen kann es halt wirklich nur noch dadurch was werden, dass sie einen guten Motivator bekommen, glaube ich. Weil spielerisch kannst du das, glaube ich, bei Bremen nicht mehr lösen. Bei uns schon eher, finde ich. Also ich muss sagen, Gisdol ist momentan vom Gefühl her der beste Trainer, den wir haben können. Fast schon besser als Labbadia, weil er ist Motivator und zugleich, aber er sagt auch halt was wichtig ist. Weil, meine Fresse, die Sonne blendet mich. Weil man muss sagen, Gisdol sagt halt genau die richtigen Sachen, wenn halt wir jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen haben, auch im Pokal, ne? Sagt halt trotzdem, das ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind halt noch nicht mal ansatzweise da, wo wir hinwollen, und zwar halt im sicheren Bereich, nur wirklich nicht ansatzweise. Und das ist halt meistens das gewesen, was bei uns scheiße ist, weil unsere Spieler sehr schnell selbstzufrieden sind, gefühlt. Also ich meine, ich arbeite mit den Jungs ja nicht. Aber ich bin halt jetzt schon lange HSV-Fan, sehr lange, und ich kenne die Spieler alle. Und ich sehe es ja, wenn die Spieler irgendwie selbstzufrieden auf dem Platz sind. Deshalb haben wir auch schon so oft verkackt, als wir halt geführt haben.
Nur ist dann halt auch so, jetzt zuletzt sieht man halt, wir führen halt 1-0 gegen Leipzig. Denken uns vielleicht so an einigen Stellen, oh geil, fuck, es könnte ja wirklich was gehen, lass mal ein paar Gänge zurückschalten, so ungefähr 300. Und dann kommt halt so ein Papadopoulos und sagt, jo Bro, die geil gemacht, schöner Zweikampf, geil, Mann. Und sowas ist halt genau das Richtige. Und das war halt auch ein guter Einkauf. Und Gisdol sagt dann halt auch, Jungs, nicht nachlassen. Das ist halt genau das Richtige. Aber trotzdem wird es halt natürlich saueng. Weil ich sehe momentan wirklich kein weiteres Team außer die letzten vier, also mit Ingolstadt, Darmstadt, HSV und Bremen, was so wirklich ernsthaft scheiße sein kann. Weil Freiburg ist durch, da passiert nichts mehr, glaube ich. Mainz kann ich mir nicht vorstellen, Wolfsburg sowieso nicht, wer hängt da noch unten drin? Schalke sowieso nicht, nein, Quatsch. Und Augsburg, Augsburg nur, wenn sich da noch ein paar Spieler wirklich ernsthaft verletzen, sonst glaube ich da auch nicht dran. Es wird sich halt zwischen den vier entscheiden. Oh, und ich hoffe inständig, dass es nicht der HSV wird. Aber es wäre auch echt schade. Also Bremen, so ein Nordderby, gut, ein Jahr kann man darauf verzichten. Aber wenn sie da nicht aufsteigen, ne, ich glaube, dann wird schon echt ganz, ganz schwer. Also auch für den HSV. Weil dann, ich glaube, mit dem Geld ist dann tot. Kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen, dass man ohne direkten Wiederaufstieg das schaffen könnte. Mit so einem Riesenetat, mit so einem Stadion halt. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Aber dann nehme ich natürlich lieber einen HSV-Klassenerhalt als einen Bremen-Klassenerhalt. Ist ja logisch. Nur es wäre irgendwie schon ein bisschen schade, so ein Nordderby nicht mehr zu haben. Weil es ist jetzt nicht das gleiche gegen Wolfsburg oder gegen Hannover. Überhaupt nicht. So, gut, genug gelabert von der Bundesliga nicht. Wir möchten die zweite Bundesliga bitte weiterhin erfolgreich bestreiten. Fürth ist unser nächster Gegner. Ach, wenn wir wieder Relegation spielen, ne, ich sterb halt, ey, ganz ehrlich. Na gut. Ach, wir haben im U19-Pokal verloren. 1-0 Niederlage gegen Bielefeld. Ach, Jungs. Ach, Jungs. Nicht schön. Aber gut, na, wann kommt denn die Folge raus? Am nächsten Montag? Echt? Erst am Montag? Tatsache. Na gut, dann haben wir nur ein Spiel bisher. Gegen Freiburg, dann Samstagabend. Ja, gut. Immer wenn wir ein Spiel haben, wo alle zugucken können, verkacken wir meistens. Also werden wir das wohl verlieren. Freiburg generell eine gute Mannschaft bisher. Aber es ist halt, ich glaube, so ein Spiel gegen Freiburg ist tagesformabhängig. Ah, da könnte was gehen. Aber es ist relativ unwahrscheinlich. Ja, wir haben eine englische Woche danach. Pfui. Aber gut, mal schauen. Wenn wir gegen Freiburg gewinnen sollten, was ich jetzt nicht glaube, dann könnt bestimmt. Ja, muss man aufpassen, dass da keine Euphorie, keine zu große entsteht, aber da glaube ich dann schon, dass Gisdol sagt, ah, Bro, die ist chillt. Aber wenn Mavrai und Papadopoulos halt fit bleiben, dann. Pff, sollte es eigentlich gar nicht mal. Ist es der Florian Krüger? Tatsache. Wie hieß denn eigentlich der Typ, der ewig bei Dortmund gespielt hat, dann zu St. Pauli gewechselt ist, so ein Blondschopf, auch irgendwas mit KR. Florian Kringe, oder? Kringe? Florian Kringe? Gibt's den noch? Anscheinend nicht. Hieß der Florian Kringe? Ich muss mal kurz nebenbei googeln. Nein, ich möchte einfach nur weiterdrücken. Die Ergebnisse sind momentan, glaube ich, noch wurscht. Sind immer noch auf 6 dadurch. Schauen, Florian Kringe. Der Jüngste war ja nicht mehr, glaube ich. Ah, der hatte immer so eine lustige Frisur bei seiner Footkarte. Daran kann ich mich noch erinnern. War ja nicht auch noch bei Bochum? Lange ist wieder ein Training drin. Oh, Falco. Florian Kringe, 34 ist er. Und auch gegen Bremen verloren mit der U19, schade. Karriereende, okay, das ist klar. Ist jetzt Spielerberater, ui. Ah, nee, Dortmund ganz lange und dann Hertha kurz und dann St. Pauli. Also nichts mit Bochum, aber auch Blau-Weiß mit Hertha. So, also müssen gegen Fürth. Hoffentlich
Das ist ja schon geil, wenn wir jetzt schon wieder gewinnen würden, aber wobei Fürth, verstehen die? Fürth steht auf 11, naja. So rein vom Tabellarischen sollten wir ja gewinnen, aber gut, heißt ja nichts. Eigentlich können wir genauso nochmal spielen, oder? Es läuft ja momentan. Auch wenn wir nicht gut gespielt haben im letzten Spiel. 4, 2, 3, 1. Ich glaube, allzu lange dürfen wir das dann nicht mehr spielen, weil sonst wird die Taktik halt durchschaut von den Gegnern. Aber ich glaube, das können wir so lassen. Und vielleicht können wir, naja, mal schauen. Einfach mal schauen. Aber ich glaube, gegen Nürnberg sollte ich dann schon mal 4-3-3 spielen, alleine weil Tommy halt auch wieder fit ist. Aber gut, also wirklich 4-2-3-1 bei Fürth und wir möchten bitte weiterhin gut spielen, das wäre doch richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Angreifen starten sollte, aber irgendwie habe ich da schon das Gefühl, ja. Deshalb mache ich das auch einfach. Fürth, ich weiß gar nicht. Letztes Jahr haben sie doch auch ziemlich um den Abstieg dann gekämpft. Oder gegen den Abstieg halt. Abstieg halt, so rum. Da kann sich natürlich auch alles schnell ändern, ne? Wenn du dir ein, zwei gute Spieler holst, dann geht es ja auf einmal wieder aufwärts. Aber warten wir ab. Aber Bohan hat auf jeden Fall schon mal ordentlich hingelangt. Schon mal ernste Worte vom Schiri bekommen, stand unten. Scheint nicht ganz so gut zu funktionieren mit Angreifen, deshalb wieder auf Kontern. Kontrolle wäre ja aber eigentlich auch eine gute Idee. Nürnberg führt 1 zu 0 gegen Darmstadt. Nürnberg unser nächster Gegner. Nesselam mit der ersten gelben Karte im Spiel. Und ein Standard für uns. Platje bringt den rein und es gibt einen Foul von Dokovic und wir haben schon wieder einen Elfmeter. Stroengel, ja, marschiert, stopft zum Ball. Oh, ganz schön lange, ne? Dokovic mit der gelben Karte. Irgendwie gibt es in diesem FM gar keine roten Karten, ne? Bei Elfmetern. Ich meine nicht, dass es jetzt eine rote Karte war, aber schon auffällig irgendwie. So, mach ihn bitte rein. Bitte nicht schon wieder links unten, ne? Ich glaube, das wissen die Keeper mittlerweile. Hab schon wieder nicht so ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Dominik Stroengel, macht ihn bitte rein. Ach, oh, hätte mal lieber links unten geschossen. Oh, na, schade. Ach, verpasste Chance. Bitter. Muss natürlich sitzen. Ist ein Elfmeter, muss sitzen. Ach, bitter. Riesige Chance halt für uns zur Führung. Ach, schade. Jungs, kommt, wir kriegen das doch hin. Können hier immer noch gewinnen. Dominik Strengel, du warst nicht so schlecht. Ich möchte eigentlich was anderes sagen. 6,0, boah. Patrick Weihrauch auch. So, und das sollte. Was werden sie? Wir gehen jetzt für die zweite Halbzeit auf Kontrolle. Hoffen wir mal, dass wir dadurch ein bisschen mehr Spielfluss generieren können. 50-50 Ballbesitz momentan ist jetzt nicht das. Ach, guck mal einer an, Maxi Beister. Was wir wollen. 86% Passgenauigkeit ist gut. Wir müssen halt unsere Chancen mal machen, ne? 3 zu 0 Torschüsse. Die klare Torschance war nochmal der Elfmeter. Gut, der muss drin sein, das ist ganz klar. Kübler mit der gelben Karte. Ja, Strüngel spielt heute nicht gut, ich weiß, aber der ist halt immer für ein Tor gut. Popovic mit der nächsten gelben Karte. Viele gelbe Karten bisher. Jasula kommt rein für Sonny Kittel. Formation bleibt bei Fürth aber gleich. Ach Mann, was mache ich mit Strohengel? Ah, der ist eigentlich immer für ein Tor gut. Mach mal ein Tor jetzt, dann. Meine Vorlage reicht auch. Ja, das ist dann nicht so gut. Maxi Beister in die Mitte blind. Da steht nur Kübler. Platt hier. Da ist Strohengel. Könnt ihn durchstecken. Macht das stark. Weihrauch, macht ihn bitte rein. Patrick Weihrauch 1-0 und die Vorlage kam natürlich von Dominik Streugel. Also, warum auswechseln? Er macht die Scorer Points. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich muss mir so ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, ne? Dadurch, dass ich die Idee hatte, doch, diese Formation, die eigentlich gar nicht zu unserem Spielstil hier bei Hansa passt, einfach mit reinzunehmen. Aber die klappt auch super bei mir im normalen, im privaten Safe. Obwohl ich halt auch andere Spielertypen habe. Eher über die Außen kommen kann. Außen kommen kann. Ich kann schon wieder nicht reden. Das ist anscheinend zu früh. Um 8.
Eintracht Frankfurt liegt hinten. Oh, wir haben schon die 85. Ja, ups. Gar nicht realisiert. Ja, sorry. Ja, dann kommt Thomas Kunz rein für Streuengel. Wenn jetzt einfach nur noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, würde ich sagen. Holthaus wäre auch noch gut, wenn wir den rausnehmen könnten. Seguin kriegt die gelbe Karte. 4 Minuten noch. Oh, ups. Ah, ich hab's gar nicht zurückgenommen. Nix hier sagt. Frederik Bay für Holthaus rein. Und dann noch für die Nachspielzeit auch noch ein Wechsel. 3 Minuten gibt's oben drauf. Da kommt dann Erik Tommy rein für den Torschützen Patrick Weihrauch. Sollte durch sein. Please. Please. 2 Minuten gibt's oben drauf, nicht 3. Okay, 94. Alles klar, Schiri. Tommy mit dem Eckball kommt nicht durch. Das sollte es gewesen sein. Wir gewinnen gegen Fürth. Sehr schön, Jungs. Gute Performance. Kann man nichts gegen sagen. Und so schnell haben wir 12 Punkte. Ja, der Elfmeter war halt ein bisschen schade, ne? Aber gut, kann passieren. Hauptsache, er hat dann halt den Assist gemacht, hat es damit also ausgeglichen. Und wir haben ja trotzdem gewonnen. Also Nürnberg hat gegen Darmstadt gewonnen. Platte. Ja, Brody, Streuengel ist halt King. Ich muss ja auch sagen, ich habe ein bisschen scheiße geplant mit 3 Stürmern. Weil mir ist jetzt auch aufgefallen, ich brauche gar keine 3 Stürmer. Selbst bei Dreifachbelastung eigentlich nicht. Wenn, dann aber auch nur da. Deshalb, gut, ich habe auch Thomas Kunz eh gesagt. Oder bei Thomas Kunz gesagt, dass wir ihn auch eher auf... Oh. Das ist natürlich schön durcheinander, dass wir ihn auch eher auf der 10 sehen, momentan. Wobei er natürlich einer der, warum ist eigentlich so viel los? Der Spieler ist, ach so, ja. Einfach die ersten 3 Zeilen mal durchlesen. Der eher 10er spielen kann. Und da haben wir momentan Weihrauch, der das auch halt sehr gut macht. Und für Platte ist halt wenig Platz. Ah, der kriegt noch seine Einsatzzeiten, da bin ich mir sehr sicher. Nur Streuengel macht halt momentan wieder die Dinger und die Assists. Also von daher ist das nicht so schlimm. Kübler hat leider schon 5 gelbe Karten, echt? Das ist aber nicht so schön. Wundert mich ein bisschen, weil, ach, hier steht 5 gelbe Karten. Okay, nichts gesagt. 3 Vorlagen hat Kübler momentan. Ja, das ist hart. Das wird schwer sein, jetzt ihn zu ersetzen. Aber er ist momentan auf jeden Fall ein Spieler, der bei uns richtig gut abgeht. Streuengel, momentan 4 Tore und 1 Vorlage, 12-Meter-Tore davon. Okay. So, Nürnberg. Wird schwer. Bin mal gespannt, was die spielen. Müssen auf jeden Fall... Ja, schieß platziert, klingt gut. Müssen wir uns auf jeden Fall mal den Scouting-Bericht anschauen, wie die spielen. Wir sollen Abwehrarbeit trainieren, können wir machen. Stärkstes Attribut ist bei denen Teamwork. Leistungshoch Mitte der ersten Halbzeit ist nicht gut. Okay. Kiesling ist fies. Okay. Warum ist Miso Breczko einer der Besten, aber wird er nicht spielen? Laut Scout. Ich glaube nämlich, der wird spielen. Anders kann ich mir das nicht erklären. 1860 ist dann unser nächster Gegner. Anfällig sind sie gegen 4-4-2. Kommen eher durch die Zentrale. Also es würde halt den Gedanken an dieses 4-1-2-1-2 schon bestärken. Ist eigentlich gar kein 4-1-2-1-2, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist eher ein 4-2-1-2-1. Das ist Zahlendreher, unfassbar. Ja. Ach, guck mal, Jannik hier schon wieder. Verstehe ich gar nicht, ne? 29, das ist normalerweise eigentlich noch nicht das FM-Alter, wo dann Spieler über den Verein labern, aber von mir aus. Was hat er denn für einen Status bei uns?
Allgemein. Ist nicht mal eine Ikone, ist einfach nur. Ist einfach nur favorisiertes Personal. Na gut. Nürnberg, ja, dann werden wir auf jeden Fall nochmal das 4-2-1-2-1 spielen. Wenn sie halt wirklich durch die Mitte kommen, ist das für uns eigentlich das Beste, wenn wir die selbst halt dicht machen. Mal schauen, ob noch alle fit sind. Wird, glaube ich, hier wieder ein bisschen eng. Aber wir haben ja generell einen großen Fokus auf die Fitness gelegt in der Vorbereitung. Deshalb, warum eigentlich nicht? Lutz Kroos ist mittlerweile ein potenzielles Talent für die Bundesliga. Übrigens genauso wie Wohlwage und Dennis Niemeyer. Also wir haben wirklich sehr, sehr interessante Jugendspieler momentan und ich bin echt gespannt drauf, was die Jungs so machen werden. Die ersten vier hier, ne, auch Stefan Block, die könnten so, so geil interessant werden. Wir müssen halt nur schauen, dass wir die wirklich gut trainieren. Was uns sehr viele Vereine interessiert. Ja, Stefan Block könnte Tutoring gebrauchen, eigentlich auch nochmal Lutz Kroos, muss ich nach dem Spiel mal schauen, dass ich da was mache. Das Problem ist momentan, unsere älteren Spieler, beziehungsweise die halt als Tutoren geeignet werden, haben nicht so geile Determination. Das wäre gerade ein bisschen schöner so. Dennis Steinfeld kommt einfach rein für Kübler. Das wird unsere einzige Änderung sein. Vielleicht, ich muss jetzt noch gucken. Seguin 82%. Puh. Aber kann man ja auswechseln, ne? So wie die Jungs spielen, spielt sich das eigentlich echt gut. 4-2-3-1 wirklich bei Nürnberg. Na, dann holen wir uns mal den nächsten Sieg, ne? Nürnberg war in der letzten Saison, glaube ich, ganz schön schwer. Da hat Kießling uns das Leben schwer gemacht. Ja, hartes Tackling nur, okay. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Warum sollte man jetzt unbedingt Manndeckung auf Kießling ziehen? Nachher läuft er uns nach vorne und wir machen die Lücke dadurch auf. Muss nicht sein. Brečko spielt übrigens doch. Den packen wir mal mit Pressing. Jungs! Macht einfach so weiter wie beim letzten Spiel, kann ich nicht sagen anscheinend. Dann pusht euch für die Fans. Und ich habe Vertrauen in euch und glaube, dass ihr noch wesentlich mehr könnt. Wir starten auf Kontrolle. Hat nämlich gut geklappt eben. Spielen auswärts in unseren Heimtrikots und holen uns bitte den nächsten Sieg. Heftig, nie, wie schnell das schon wieder geht, ne? Am Anfang noch so gesagt, oh, alles ganz schlecht, scheiß Saisonstart. Jetzt haben wir drei Siege in Folge und denken so, ja, es geht ja, aber es hat noch sau viel zu tun. Ich habe jetzt auch seit dem Ende der Transferphase, beziehungsweise nach der letzten Folge, schon ein paar Spieler wieder gescoutet. Ich muss mir auch so langsam einen Plan machen für nächstes Jahr. Ob wir da schon interessante Spieler bekommen. Deshalb muss ich mir auch langsam überlegen, was ich mit Abu Hanna mache und was ich mit Sivodedov mache. Bei Sivodedov ist es so, sein Vertrag läuft auch bis 2020. Das heißt, wir müssen ihn, wenn wir ihn nächstes Jahr behalten möchten, unbedingt kaufen. Bei Abu Hanna läuft der Vertrag bis 2019, also er läuft im Sommer aus. Die Sache ist die, so ein Abu Hanna dürfte bestimmt genug Interessenten anziehen, dass wir ein schweres Los haben werden. Wir haben eine Kaufoption für ihn. 1,6 Millionen. Wenn wir das jetzt ziehen könnten, dürften wir für die nächsten Monate auf jeden Fall erstmal nur alleine mit ihm verhandeln. Also da kommt dann kein Verein uns in die Quere und sagt, ja, guck mal, wir haben hier richtig geiles Geld, hier, guck mal, Kaching, Kaching, make it rain und so. Das passiert dann nicht. Wir können immer noch gewinnen, Jungs. Muss mal kurz schauen. Also Nürnberg, auch nicht so wirklich geil. Ballbesitz ist auch nicht so wirklich geil. 79% Passgenauigkeit ist auch nicht so nett. Die haben. Ja, aber wenn wir jetzt Nürnberg den Ball überlassen, nee, das dürfen wir nicht machen. Weil ich glaube, die versuchen eher über die Flanken zu kommen, um Kießling halt einzusetzen. Gut, zurück zu Abu Hanna. Es sind halt auch 1,6 Millionen, ne? Das wäre halt eigentlich so unfassbar viel. Aber das Risiko, einen Abu Hanna zu verlieren, der ist halt so schwer zu ersetzen. Ach, schwer. Wir könnten natürlich auch
rein theoretisch jetzt schon ein Angebot machen. Vielleicht für ein bisschen weniger, so sagen wir mal 800.000. Vielleicht nimmt Leverkusen das ja an. Das würde ja noch gehen eigentlich. Sollten wir vielleicht mal direkt nach der Folge machen, nach diesem Spiel mal nicht. Wir haben einen Standard, Abu Hanna. Okay, warum tritt Abu Hanna die? Okay, vielleicht sollte er es machen. Bülow und Weihrauch. Yes! Nice! Warum schießt bitte? Hä? Hat er echt den besten Wert? Das muss ich mal schnell nachschauen. Weil normalerweise machen es die Außen, aber gut, wir haben momentan keine Außen. Taktik, wo ist die Taktik? Hier. Wo sind denn die Eckenschützen? Ecken, Freistöße? Nee, nee, nee. Ich möchte eigentlich nur die Standards sehen. Ach, Mensch. Direkt vor meinen Augen. Ach, natürlich. Aua, das hat weh getan. Ist natürlich eine neue Taktik, da habe ich die gar nicht mit reingenommen. Jetzt weiß ich auch, warum wir auf einmal nach Standards treffen, weil ich da nichts geändert habe. Oh, Kerk, Standard. Oh, Rakowski, du Gott. Stimmt, spielt er gegen seinen Ex-Verein. Hat er sich lang gemacht, er jetzt schon besser als Opoff. Jetzt Gegentor. Ja, Strengel kriegt ihn nicht. Bretschko, passt auf. Weihrauch könnte Strengel schicken. Der könnte nochmal schicken. Macht das gut platt. Hier unten wäre noch Platz. Schön gesehen, Patrick Weihrauch. Ah, schade. Klasse Parade von Riemann. Ich glaube, der Ex-Keeper von irgendeinem Drittligaverein, glaube ich. Müssen wir gleich mal schauen. 60 Minuten um. Seguin kommt nicht an diesen Kopfball. Eras passt auf. Steinfeld mittlerweile gelb. Muss aufpassen. Die Fitness wird auch langsam interessant. Ich werde, denke ich mal, Seguin jetzt rausnehmen. Wobei, eigentlich wäre jetzt erstmal. Nee, wir bringen jetzt erstmal Sivodi doch für McKinnon. Ist nämlich die wichtigere Position, weil er viel mehr laufen muss. Aber danach kommt Seguin raus und dann kommt höchstwahrscheinlich Berger rein. Vorlage kam von Kai Bülow übrigens. Die beiden Innenverteidiger sehr spielstark bei der Ecke. Schön gemacht von Sivodedov und Seguin war es, glaube ich. Weihrauch. Gut, den Ball losgewonnen. Da Steinfeld. Oh, das hat er nicht gut gemacht. Oh, Konterchance für Nürnberg. Jakob Silvester, was macht er? Bringt den Ball in die Mitte. Oh, das war ein starker Schuss von Edgar Salli. Schade. Ach, schade. Ja, die 3-9. Ja, das war ein Fehler von mir, dass ich hier nicht reagiert habe. Ah, scheiße. Fuck. Das war dumm. Silvester rechts außen. Kannst du auch keinem erzählen. Bringt dann so einen guten Ball rein auf Edgar Salli. So ein schwieriger Winkel gewesen. Schade. Ja, war leider der Fehler von Steinfeld im Aufbau. Aber da können wir ihm nicht viel vorwerfen. Er ist doch ein junger, ein sehr junger. Wir bringen Johann Berger rein, den ich anscheinend nicht mitgenommen habe. Warum auch immer. Ach doch, hier. Wollte gerade schon meinen. Müsste ich eigentlich wissen. 20 Minuten noch. Schwierig jetzt die letzte Auswechslungsentscheidung zu treffen. Holthaus ist nicht so fit. Über links könnte was gehen mit Frederik Bey. Platt ja auch nicht so fit. Da könnte was mit Thomas Kunz gehen. Und vielleicht auch mit Tommy. Ich nehme die Option mit Frederik Bey, weil halt auch Holthaus gelb hat. Und Platt ja auf seiner Position gar nicht so viel rennen muss. 81. Minute. Frederik Bey auf Sivodedov. Kai Bülow weit aufgerückt. Weihrauch nochmal auf die Außenbahn mit Bey. Das ist wieder Bülow. Bloß den Ball jetzt nicht verlieren, ne? Das wäre sehr tragisch. Da ist wieder Bey. Komm, schlag eine schöne Flanke rein. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Schön gemacht von Abu Hanna. Wo ist Steinfeld? Könnte ruhig ein bisschen in die Mitte kommen. Ah, da unten ist er. Kriegt den Ball nicht ganz. Jetzt fehlt er natürlich da unten, aber den sollten wir eigentlich locker bekommen. Jungs, please. Danke. Ja, ob der hohe Ball jetzt so gut ist? Ich denke eher nein. Wieder Sebastian Kerk. Oh, Jungs, stoppt den bitte. Oh, nein, Bey, nicht rangehen, nicht rangehen, nicht rangehen. Oh.
Jakob Silvester nicht schon wieder. Bringt den Ball rein. Und Teuchert macht ihn rein. Ach. Nürnberg mit den Joker-Toren. Und die falsche Entscheidung bei mir. Ich hätte Bay nicht reinbringen dürfen. Ballverlust von ihm, dadurch der erste Konter, der dann noch ein bisschen zunichte gemacht wird. Dann Nesseler mit dem dummen Befreiungsschlag, hinten rechts fehlt dann leider Steinfeld. Ball kommt auf die linke Seite, wobei dann nicht gut verteidigt. Und dann Jakob Silvester, unglaublich, macht zwei starke Flanken. Kann's halt auch keinem erzählen, Teuchert verteidigt hinten. Nürnberg hat auf 4-1-4-1 umgeschaltet. Berger, das war gut, ja. Platt hier. Vielleicht ist hier noch das Unentschieden drin. Sivo Dedorf. Ah, er wird abziehen, oder? Ja. Oh, oh. Schade. Ah, das wird es, denke ich mal, gewesen sein. Ah, das ist dann bitter. Ja, das erste Gegentor, das hätte ich auch verhindern können, indem ich halt die Zuweisungen mache. Wenn ich sehe, dass die halt komplett offensiv gewechselt haben, was ich halt nicht gesehen habe, da habe ich gepennt. Das zweite Gegentor ist dann halt, ja, leider auch dadurch entstanden, dass ich Ball reingebracht habe. Ich glaube, Holthaus hätte das verteidigen können. Ja, schade. Aber man muss sagen, wir haben trotzdem eigentlich gut gespielt. Es fehlte nur, ja, danke. Es fehlte halt immer wieder ein bisschen. Man merkt, Steinfeld ist natürlich mit seinen 16 noch nicht so wirklich bereit. Da hat Kübler sehr gefehlt. Und vorne ging heute auch nicht so viel. Also es hätte auch besser gehen können. Ah, schade. Ja, das hätte ich besser machen können. Das hätte ich deutlich besser machen können. Schade. Ja, Pech hatten wir nicht. Unser Abend, nee, es war halt... Nee, das kann ich auch ruhig sagen. Ich bin halt unzufrieden. Es geht halt besser. Offensive war nicht so gut, sondern halt die Außenverteidigerposition. Als Bay dann halt auch reinkam, das war leider ein Fehler. Sonst ein ausgeglichenes Spiel, also es hätte ja auch ruhig ein Unentschieden geben können. Nur Jakob Silvester kommt halt rein und wird Spieler des Spiels. Mr. Scheißhaufen. Ach man, ey. Ach. Ja, bitter. Hätte besser laufen können. Viel besser laufen können. Ja, schade. Also, wir verlieren das vierte Spiel. Nachdem wir drei Spiele in Folge gewonnen haben. Immerhin haben wir aber heute zwei Siege gehabt. Also, ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. 12 Punkte jetzt nach 6 Spieltagen. Es geht. Sandhausen ist umgeschlagen auf Platz 1 momentan. Dann der Bremen, dann Ingolstadt. Wer ist denn der andere Absteiger? Ich meine, Mainz hat doch die Relegation gewonnen, oder? Ja, wer ist denn der andere Absteiger? Freiburg, wo sind die denn? Freiburg? Ach, hier auf 10, na, nicht ganz so gut. Naja, ach Mann, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich gepennt habe, Mann. Doof. Na gut, in der nächsten Folge wird er nicht gepennt. Da geht's dann gegen 1860, die sind momentan auf 9. Heidenheim, 1 hinter uns auf 7. Und dann Bremen, ach, das wird schwer. Bremen wird richtig schwer. Schauen, ob wir da vielleicht einen Punkt holen können gegen Bremen und vielleicht einen Sieg aus den anderen beiden Spielen. Werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, tschö!